hier an. So, läuft. Jetzt gehen wir mal in das Spiel rein. Welches wolltest du? Ah, habe ich Play. Merci. So. Hallo, Hallöchen. Heute wieder ein neues Let's Play. Diesmal Puppy Playtime. Ja. Dieser kleine, kuschelige, kauzige Freund hat uns doch schon sehr überrannt und sehr überrascht. Und es gibt, glaube ich, keinen, der nicht kennt. Und ja, heute werde ich mich mal an Chapter 1 ranwagen. Deswegen, in Reden bin ich sowieso schlecht, deswegen nicht viel schnacken, lass knacken. Als ein Ex-Angestellter bei Playtime Co. kehrst du nach Jahren endlich in die Fabrik zurück, nachdem jeder verschwunden ist. Okay, dann lass uns das mal tun. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect! Thank you. Irgendwie wollte die Aufnahme nicht, habe ich das Gefühl. Ach du Scheiße.
Machen wir mal ein bisschen höher. Das war ja einfach. Oh Gott, ich glaube, ich mache das ein bisschen leiser. Ja. Machen wir gleich ein bisschen runter. Soweit ist klar. Sie jetzt hier lang. Du bewegst dich doch.
Hucky Wucky. Concentration. Ja, nee, ist klar.
Rich, where are they keeping the Huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left in a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all on brand. Just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't find stupid hockey boxes. Rich. You're right. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more abominable. Is that even a word? Abominable. Wir müssen also irgendwie Boxen suchen oder was? Vergesse ich hier irgendwas?
Strom haben wir anscheinend wieder an. Thank you.
Das war's an dieser Stelle. Ich möchte nicht mehr. Ich habe keine Lust. Ja, ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.